die Dummheit zu finden, diese entsetzlichste aller ansteckenden Krankheiten, dann wird es im Nu keinen Hass und keine Kriege mehr geben und an die Stelle der internationalen Diplomatie wird der gesunde Menschenverstand treten. Sieh mal, wenn man nach zwei Weltkatastrophen eine dritte plant, dann muss doch irgendetwas mit den Gehirnen der Menschen nicht in Ordnung sein. Und heute, wo man in 88 Minuten um die Erde kreist und den Mond aus allernächster Nähe fotografieren kann, sollte man doch herausfinden können, was diese Verheerung in den Menschenhirnen hervorruft.